Willkommen zurück zu Halloween Stories Horror Movie im Bonuskapitel. Wir gehen an diese Tür. Und damit ist sie offen. So. Folge Rita. Ja, machen wir. Was haben wir denn jetzt noch? Okay. Wir gehen erstmal hier Rita raus. Rita escaped. She's going to the parking lot. Hurry, before she drives away. Hurry. Harry, Harry, kann ich dich mitnehmen? Nee. Ringstöcker, da fehlt uns ein Zahnrad. Oh, und hier fehlt uns auch einiges. Oh, okay. Ups. Ein Posterstück. Das Wasser ist sehr, bitte was? Schmutzig. Wenn der Brunnen nicht ja, kaputt wäre, könnte ich das Wasser ablassen. Der Brunnen funktioniert nicht, kein Wunder. Wie sollte er denn funktionieren, wenn er ausgeschaltet ist und ein Loch im Rohr hat? Das kann ich dir auch nicht sagen. Was mache ich denn jetzt hier mit den Gegenständen? Foto von Rita. Was muss ich? Ah, okay. Da willst du bestimmt nicht durchfassen, ne? Hab ich fast gedacht. Wir sind doch alle gleich. Ich muss noch eine Maske finden. Okay, gut, aber wir können uns mit diesem Rätsel hier beschäftigen. Platziere die Fledermäuse an der richtigen Stelle. Hat der hier schon fest? So, probieren wir uns aus, würde ich sagen, ne? Das ist schon mal Mist. Brauchen auf jeden Fall einen. Platte und ein Becher, der ist hierfür. Ein Griff. Ist der hierfür? Nee. Wo brauchen wir denn einen Griff? Das glaube ich hier nicht. Platte vielleicht hierfür, ja, wegen dem Loch. Aber das, der Griff, ist der jetzt wirklich, ist der echt nicht hierfür? Hier rein so? Nein. Nicht. Ja. Hier haben wir keine Szene mehr. Ah, hier, ne? Ein Gasbrenner war das. Fehlt noch was? Ein Knopf. Jetzt vielleicht hierfür? Ziel A, wir können den Brunnen reparieren. Was ist das? Gittiget und Drahtbürste, kann ich das nicht reinigen.
Ich vermute mal, die kommen hier hin. Setze das Puzzle zusammen. Wähle die Teile aus, um sie zu bewegen. Wähle die Knöpfe aus, um das Puzzle nach rechts oder links zu drehen. Ja. Nein. Ich will mich doch austesten, wie das sein soll. Ich habe jetzt gerade noch keine Vorstellung zu. Okay. Vielleicht. Na, das hier sieht irgendwie sieht das falsch aus. Finde den Fehler. So, ne? Würde ich sagen. Okay. Ab durch die Mitte. Ups, und da ist sie weg. Mhm. Mist. Nein, Rita darf uns nicht entkommen. Okay. So, was haben wir hier? Bevor ich irgendwo hin kann, muss ich die Route festlegen und das Motorrad starten. Super, damit kann ich Dartpfeile schießen. Was? Sobald ich sie repariert habe. Dartpfeile? Ah, eine Drahtbürste. Sehr cool. Ja, das gehört doch hier rein, oder nicht? Darf ich nicht? Warum darf ich das nicht? Ich habe nicht gelesen. Ich will die Schranke lieber erst öffnen, wenn ich die Vogelscheuche eingeschläfert habe. Ach so, okay. Finde ich hier auch noch Gegenstände?
Sehe ich gerade keine. Da ist ein Gegenstand. Das vermisst. Ich kann nämlich hier hin. Ein Schädel. War auch Mist. Entschuldigung. Ja. Wieder hier, ne? Hier rein. Handschellen. Ah, okay. Was wäre das? Ich brauche eine Pimpetta. Für die Vogelscheuche nutzen. Oh je. Gute Nacht. Okay. We can catch up with Rita, but we have to go fast. Here's my plan. You distract her and I'll knock her out with your gun. Can I borrow it? Mhm. So. Ach so, ja, wir brauchen... Ja, ich weiß schon. Wir haben jetzt ja den Kleber. Oh Gott. Moment. Setze die Karte. Ich hatte gerade ein Glas in der Hand. Ich habe was getrunken, als sie gequatscht hat. Ich hatte Durst. Ja, wir sollen die Karte wieder zusammensetzen. Ja, und so. Hier können wir drehen. Weiß ich nicht. Vielleicht fehlt da auch noch ein Teil. Hier sind ja ein paar mehr Teile. Hier. Gehört nicht dazwischen. Das ist enttäuschend. Hier vielleicht. Ja. Ja, ja. Warum? Wer hat diese Karte auseinandergenommen? Und wieso? Warte mal, wir haben ja hier auch noch einen See.
Ja. Kommt denn da oben hin? Und der Weg hier ist doch viel zu schmal, um dass das dahin kann, oder nicht? Oh. Yay. Hier eher. Nein. Nee, machen wir nicht. Haben wir noch was von der dicken Straße hier? Hier sind doch. Hier, guck mal, da fehlt doch was. Vielleicht kann ich mich eher darin orientieren. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Naja, hatten wir nicht. Sehr gut. Das kommt hier hin. Mir fehlt die Übersicht. Es ist so viel hier. Haben wir denn so ein spitzes Teil? Ah, das kommt hier hin. Cool. Nein, das kommt da auch nicht hin. Okay. Und los geht's.
They're after me. This quill is the gift of a lifetime. I can create whatever I want. Taking it from that silly headmaster is the best decision I've ever made. Two students in costumes can't stop me. I'll create something just for you and send all the whores of the world after you. Oha, das ist ernst. Warum werden die denn immer alle so größenwahnsinnig, wenn sie sowas in den Finger kriegen? Ist mal nicht gut. Wir suchen eine Spinne, habe ich schon. Werwolf habe ich auch. Ein Metzger. Elektrizität haben wir hier. Und ich möchte nur ungern meine Finger mit Farbe beflecken, aber vielleicht finde ich einen Pinsel. Aha. Was ist das? Kommst du hier ran? Ja, so ein Schleier. Keine Ahnung. Hier ist ein Pinsel. Fledermaus. Steckt sich da etwas hinterm Busch? Ich fühle mich, als ob mir jemand direkt in die Seele schaut. Hm. Damit. Ah, hier. Tod um, ja. Das ist für dich. Süß. Tod? Sehe ich irgendwie gar nicht. Dieses bleib hier und jetzt die ganze Zeit erscheint, wenn man sie in der Szene hat. Okay, ich werde Rita die Hände fesseln, damit sie keine Dummheiten mehr machen kann. It's all over, including my desire for mystery. We did it! Can we go back now? Wunderbar. Und damit sind wir auch mit dem Bonuskapitel durch. Hat Spaß gemacht. Ich werde irgendwann bestimmt nochmal eins von den Halloween-Stories raushauen. Das war jetzt ja, glaube ich, schon der dritte Teil, den ich gemacht habe, ne? Also nicht von der Reihenfolge her, aber... ja, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube 5 oder 6. Ich weiß es nicht genau. Werden wir mal schauen, womit wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Alles klar, ich danke fürs Zusehen und wünsche, wenn man es feiert, ein schönes Halloween. Tschüssi.